Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream und auch vielen Dank der BI Lüssnitzstraße und der Frau Leverenz. Alles, was Sie gesagt haben, stimmt natürlich. Wenn ich einen de facto Wald wegnehme und da Häuser draufsetze, geht das Mikroklima natürlich, leidet es. Als Stadtrat muss man aber sozusagen von einer Ebene höher gucken und da muss man abwägen. Also ich erkenne die Argumente der BI absolut an. Auf der anderen Seite schaffen wir dort sehr viel Wohnraum direkt neben einem Bahnhof. So, also das sind dann wieder Menschen, die sehr wahrscheinlich kaum oder nicht ein Auto benutzen werden. Und genau das ist ja das Ziel einer modernen Stadtplanung, die Wege kurz zu machen, die Menschen dort wohnen zu lassen, wo auch die ÖPNV-Infrastruktur ist. Und ich kann die BI einfach nur sozusagen stark ermutigen, bei der erneuten Offenlage alle Hebel in Bewegung zu setzen, um hier im Verfahren fair behandelt zu werden. Und dann werden wir ja sehen, was rauskommt. Den linken Antrag, ich konnte es jetzt mit der Fraktion nicht besprechen, aber ich persönlich finde den sehr gut. Und ich möchte jetzt einmal über den Elefanten im Raum sprechen, über den aber sonst niemand spricht. Wir bauen dort sehr viele Wohnungen. Entlang der Wohnungen kommt ein recht schöner Weg, den ich mit dem Fahrrad benutzen kann. Und der große Plan ist, dass wir damit etwas für den Radverkehr tun. Allerdings, an der Hansastraße zerschellen diese Fahrräder schlicht und ergreifend. Sie können nach rechts fahren, aber dann kommen sie kaum über die Hansastraße rüber und de facto werden sie dann alle links fahren, gegen die Fahrtrichtung, auf dem Fußweg, an der Bushaltestelle vorbei, dann versuchen sich irgendwie unter den Schienen durchzuquetschen oder man versucht, irgendwie über die Hansastraße zu kommen. Es wäre hier eine wirklich einmalige Gelegenheit gewesen, den Weg ansteigen zu lassen und eine Fahrradbrücke über die Hansastraße rein in das Gebiet Leipziger Vorstadt zu legen, weil dort wollen wir ja auch ein Wohngebiet entwickeln. Und für Fahrradinfrastruktur, also echte Infrastruktur, nicht nur eine Linie aufmalen, gibt es 90% Förderung vom Land. Das wäre eine wirklich gute Gelegenheit gewesen. Wir haben sie leider verpasst. Und wenn es denn gebaut werden sollte und Sie da mit dem Fahrrad langkommen und dann verzweifeln, ob Sie sich in Luft auflösen oder sich zum Flugtaxi wandeln müssen, dann denken Sie an meine Worte von heute. Wir gehen jetzt in die Offenlage, nehme ich mal stark an, und dann werden wir sehen, was rauskommt. Vielen Dank.